Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich wollte mich oder möchte mich mit Tilda unterhalten, aber ich habe mich gerade gefragt, wo eigentlich Regala ist. Da bist du ja. Kann ich mit ihr reden? Ja. Gut gemacht, Aloy. Trotz meiner Bedenken konntest du Silence und seine Waffe sichern. Du bist ein leuchtendes Beispiel für Liz Stärke. Ich habe nachgedacht, was du in deinem Haus sagtest. Dass du mit Elizabeth befreundet warst. Es war mehr als das, oder? Aufmerksam wie immer. Du hast recht, wir waren einst zusammen. Okay. Was ist passiert? Ich war eine Waise. Ich war immer allein gewesen. In meinen 30ern fragte ich mich, ob das einfach mein Schicksal war. Dann traf ich Liz. Wir trafen uns mehrmals auf Konferenzen, wir tranken Kaffee, irgendwann wurden Drinks daraus. Ich dachte, es wären rein professionelle Gespräche. Aber ich war überrascht, wie sehr ich mich auf unsere Treffen freute. Bald flogen wir jede zweite Woche um die halbe Welt, nur um uns zu sehen. Zum ersten Mal war ich nicht einsam. Ich konnte mir eine Zukunft ausmalen. Liz ging es am Anfang genauso, glaube ich. Ein paar Jahre zuvor verlor sie ihre Mutter. Ich fühlte die Leere. Da bin ich sicher. Aber mit der Zeit schien sie sie weniger zu wollen. Ich dagegen mehr. Also haben wir es beendet. Wenn du also Elizabeths Traum wiederherstellst, ist das... Eine zweite Chance, ja. Es war ein Fehler, die Erde zu verlassen, als Liz blieb. Ich hätte mehr tun sollen. Und als ich dich sah, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, sogar noch weiter, als Liz es je getan hat, ich musste dir einfach helfen. Um ihretwillen. Oh, jetzt sehe ich das ja erst. Ich habe fasziniert die Figur betrachtet. Du hast gesagt, du bist nicht wie die anderen Zeniths. Dass du das nie warst. Aber du hast bei all ihren Plänen mitgemacht. Nur aus Notwendigkeit. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich musste es tun, um zu überleben. Bei der Vernichtung der Erde und bei der Zerstörung der Kolonie auf Sirius. Ich tat, was nötig war. Aber ich schwor den anderen, immer einen Schritt voraus zu sein, um den Schaden wieder gut zu machen. Deshalb der Datenkanal mit Beta. Der geheime Zugang in ihrer Basis und mein kleiner Trick, um dich zu retten. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Dieses Haus sollte Schutz vor jedem Sturm bieten. Ein sicherer Hafen, nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ich dachte, würde das ein Erb, die ihr ein... Der konnte... Sie braucht... Wir haben das alles schon gehabt. Mal gucken. Warum hat Elizabeth sich zurückgezogen? Das frage ich mich seit 1000 Jahren. Sie war eine brillante Visionärin. Die Welt und die Verbesserung der Menschheit lagen ihr am Herzen. Aber es war auch, als würde sie alle auf Abstand halten, auch mich. Sie wollte ihre Last nie teilen. Ich glaube, ihr tiefstes Inneres hat sie nie mit jemandem geteilt. Manchmal glaube ich, niemand kannte sie richtig. Ich habe eine Aufnahme von dir und Elizabeth im Testlabor gefunden. Nach Farzinets Versuch, Gaia zu stehlen. Ja. Eine sehr unangenehme Unterhaltung. Sie hat nach dem Anruf etwas gesagt. Ich glaube, sie bedauerte, wie es mit euch ausgegangen ist. Wirklich? Die ganze Zeit. Vielen Dank, dass du...
dass du mir das gesagt hast. Ich habe unsere letzten Worte immer verabscheut. Und dass sie mich als Funktionärin von Far Zenith in Erinnerung behalten hat, nicht als die, die ich wirklich bin. Was erwartet uns, wenn wir in die Zenith-Basis einbrechen? Wenn du deine Freunde versammelt hast, zeige ich euch den Grundriss. Es genügt zu sagen, dass wir so schnell wie möglich zu Beta und Gaia vordringen müssen und auf dem Weg gegen großen Widerstand kämpfen. Es gibt auch Druckfabriken, wo die anderen natürliche Ressourcen sammeln, die sie abgeschöpft haben. Wozu? Erstens für die Infrastruktur der Basis und zweitens für den Bau neuer Phantomdrohnen, eine kleine Armee. Ich habe in der Wildnis ein Shuttle gesehen, das von der Insel ins All gestartet ist. Das waren wahrscheinlich Materiallieferungen zwischen dem Schiff und dem Planeten. Nach Jahrhunderten mit digitalen Annehmlichkeiten war das Schiff kaum weltraumtauglich, als wir geflohen sind. Katastrophen können immer passieren. Wir haben daraus gelernt. Okay. Weißt du jetzt, wie Silence Waffe funktioniert? Nein, und er achtet darauf, dass ich nicht in ihre Nähe komme. Das stört mich schon, aber egal, wie sie funktioniert. Ich bin zuversichtlich, dass sie viele Schilde der anderen deaktiviert. Wie viele sind in der Basis? 10. Eric und Gerard eingeschlossen. Nur eine Handvoll von uns haben es ins Schiff geschafft, als die Kolonie zusammenbrach. Ach du Scheiße, Verbena ist tot. Na gut. Als Peter floh und sich in einer alten Forschungseinrichtung versteckte, habe ich noch einen der Zeniths gesehen. Verbena. Wer war sie? Ein dunkler Stern in einem Meer strahlender Konstellationen. Anders als die meisten Far Zenith-Mitglieder, die ihren Reichtum durch gerissene Geschäfte und technischen Fortschritt anhäuften, hat Verbena ihre Milliarden geerbt. Ihr Vater war außerordentlich erfolgreich im Luxus-Holotourismus. Im Alter von 24 Jahren war sie eine begehrte Junggesellin und nannte sich Lebensdesignerin. Sie nutzte ihre Beliebtheit, um die Entscheidungen anderer zu beeinflussen. Wie bei einem Kult? In gewisser Weise ja. Irgendwas muss sie richtig gemacht haben, wenn sie so lange überlebt hat. Sie war auf ihre eigene Art skrupellos. Das stimmt. Aber selbst Ratten verlassen das sinkende Schiff, um zu überleben. In den Ruinen von Vegas habe ich Informationen über einen Stanley Chen gefunden. Ich glaube, er war ein Zenith. Stanley, ein ewiger Optimist. Er war einer von den Guten. Als wir unsere Kolonie aufbauten, erschuf er eine genaue VR-Kopie von Las Vegas. Lichter, Shows, Glücksspiel, jedes Detail genauestens wiedergegeben. Und während die anderen sich in ihre Fantasien zurückzogen, teilte er seine mit der ganzen Welt. So wie du über ihn sprichst, ist er nicht auf die Erde zurückgekehrt. Nein, er starb, als die Kolonie zerstört wurde. Es hätte ihn gefreut, dass ein Teil seiner geliebten Stadt überdauerte. Ja. Was weißt du über Gerard? Er war der Leiter des weltweit größten Finanzkonglomerats und arbeitete mit allen großen Firmen zusammen. Er wurde zu einem der reichsten Menschen auf der Erde und sicherlich von Far Zenith. Was soll ein einzelner Mensch mit so viel Geld? Mehr kaufen, mehr Macht, mehr Einfluss. Gerard hat sich immer für einen gebildeten Patrizier gehalten, der mit einem Zahnpasta-Lächeln die Kontrolle behalten konnte. Aber eigentlich ist er ein kalter, berechnender Geschäftsmann. Er hat Betas Erziehung auf ihre digitalen Lehrer, die Avatare der Apollo-Datenbank beschränkt. Während wir als ihre Wohltäter geschildert wurden. Wir werden uns bald um ihn kümmern. Und um die anderen. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er feststellt, dass wir ihn geschlagen haben. Also, Eric. War er schon immer ein blutrünstiger Psychopath? Ich denke, es ist schlimmer geworden. Auf der Erde war er der Gründer eines profitablen privaten Militäranbieters. Einer Gruppe Halsabschneider. Sogar als die Regierung menschliche Soldaten durch automatisierte Kriegsführung ersetzten.
hatte er bei Kunden Erfolg, die es gern etwas persönlicher mögen. Gerüchten zufolge hat er seine Ziele teilweise selbst aufgespürt und eliminiert. Einfach nur des Adrenalins wegen. Aber auf Sirius hat er sich auf VR-Simulationen konzentriert. Darin konnte er so gewalttätig sein, wie er nur wollte. Auch wenn es, wie ich vermute, weniger überzeugend war. Alvas Stamm glaubt, dass er einer der Größten aus der alten Welt war. Dann wäre es eine ziemliche Enttäuschung, ihn zu treffen. Obwohl ihm die Bewunderung wohl gefallen würde. Okay, ich habe schon einige der Sinets getroffen. Was ist mit dem Rest? Sie gehören zu den reichsten Menschen auf der Erde. Titanen in ihren Branchen. Lass mich raten. Alle selbstsüchtig und unbarmherzig? Die meisten ja. Mit wenigen habe ich mich verstanden. Annika Murjani zum Beispiel war immer sehr nett. Sie hat den erfolgreichsten Tanzkanal des Holonets gegründet und war selbst sehr gut. Und mit Song Zhao hatte ich sehr spannende Diskussionen über ihre Arbeit in der Zellbiologie. Unsere Unsterblichkeitsbehandlungen basieren teilweise auf ihren Errungenschaften. Aber es gab auch andere, wie Devin Miller, den CEO einer Firma, die Fastfood druckte. Er wollte nur seinen Golfschlag perfektionieren und Holo-Selfies aufnehmen. Wenn ich so an uns denke, hätten wir wirklich mehr erreichen sollen. Wir hatten eine Ewigkeit Zeit. Na gut. Okay. Ich sag, wenn's soweit ist. Bis dahin warte ich hier. Vielen Dank, Aloy, dass du mir die Chance gibst. Meine Vergangenheit war nie einfach. Ich habe mehr als einmal alles verloren. Aber wenn ich auf die Zukunft schaue, sehe ich, dass Liz' Traum in Erfüllung geht. Ein Universum neuer Möglichkeiten. Vielleicht können wir es schaffen. Werden wir. Dem wird sich nichts entgegenstellen. Das verspreche ich. Sag mal, wo ist Regala? Regala? Gala, Gala? Stehst du hier auch irgendwo? Oder stehst du hier nur dumm rum? Aber es ist schön geworden hier. Durch die Pflanzen. Ich denke immer. Das war ja unser Zimmer. Das ist der Ausgang. Hier geht's runter. Ich gehe mal unten schauen, ob Regala da ist. Ach, das war das Lager. War ich hier schon drin? War ich hier schon drin, ne? Hier ist eine Energiezelle. Ja, ich kann mich irgendwie erinnern. Huch! Das sieht aus, als ob hier was ist. Da ist sie. Irgendwas stinkt hier. Kein Sand, kein Wind, nur kalter Stahl. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Und die anderen da oben? Dein Trupp? Sie kommen schon klar. Diese Basis ist vielleicht nicht das, woran du gewöhnt bist, aber sie bietet Schutz. Sag ruhig, was es ist. Ein Käfig. Du bist selbst hergekommen. Für den Kampf, den du versprochen hast. Also warte ich in meinem Käfig auf deinen Befehl. Sag Bescheid, wenn wir zuschlagen. Ich würde gern mal was über sie wissen. Aha. Seit ich in den Westen gekommen bin, kämpfe ich gegen dich und deine Rebellen. Ich möchte wissen, warum. Du warst beim Feind. Welchen Grund soll es sonst geben? Warum hast du das gemacht? Dorak, Joroka, Mekalo. Als die Kaja in die Wüste kamen, um uns zu plündern, war der Trupp meiner Brüder unter den ersten, die sich ihnen in den Weg stellten. Aber die Kaja nahmen sie gefangen, knüpften sie auf und verbrannten sie bei lebendigem Leibe als Exempel.
Doch es war zu spät. Ich fand sie, weil ich ihren Schreien folgte. Also wolltest du Vergeltung? Vergeltung? Nein. Ich wollte Zerstörung. Ich wollte die Städte der Kaja niederreißen und ihr Land in Blut tränken. Jeden Überlebenden aufspüren und ihre Knochen zermalmen, bis der Knochenstaub den Himmel verdunkelt. Doch mein Häuptling hat mich betrogen. Die Tenakt betrogen. Wie hat Hekaru dich betrogen? Hekaru rief die Clans zum Widerstand gegen die roten Raubzüge der Kaja auf. Aber wir haben nicht nur verteidigt. Wir haben sie gejagt. Und sie sind geflohen, wie Kinder vor einem Rudel Krallenschreiter, den ganzen Weg bis zur Grenze. Dort haben wir ihre Steinwände niedergerissen. Ihr Reich lag in unseren Händen. Aber als wir hätten weitergehen müssen, befahl Hekaru uns den Rückzug. Welcher Soldat zieht sich zurück, wenn die Schlacht bevorsteht? Einer, der sich Frieden für sein Volk wünscht. Frieden ist nur eine Beschwichtigung zwischen zwei Fäden. Aber ich dachte, mein Häuptling hätte Größeres im Sinn. Also hielt ich zu ihm, selbst als er diesem dreckigen Kaja erlaubt hat, uns beizutreten. Verscharf. Ich habe es genossen, ihn vor der Botschaft sterben zu sehen. Er hätte schon getötet werden sollen, als wir ihn gefangen nahmen. Stattdessen hat Hekaru einen Marschall aus ihm gemacht. Verscharf hat erzählt, wie er zum Marschall wurde. Er hat es wie jeder Tenakt verdient. Es war eine Beleidigung. Kein Fremder kann je das Recht verdienen, unsere Rüstung und Abzeichen zu tragen. Und dann wurde ein Kaja-Bote zu uns gebracht. Da wusste ich, dass ich meine Klinge mit Hekaru bekannt machen und die Leiche des Verräters zu den Toren von Sonnenreich zerren musste. So viel Hass. Was ist passiert, als der Kaja-Bote vor Hekaru erschien? Der zitternde Priester brachte eine Nachricht ihres neuen Königs. Kein Krieg mehr. Keine Raubzüge mehr. Plötzlich wollten die Kaja über Frieden sprechen, eine Gesandtschaft in der Festung, die wir zerstört hatten. Ein wahrer Tenakt würde nie Frieden mit den Kaja schließen. Ihr Blut ist dazu da, vergossen zu werden, aber Hekaru hing an den Lippen dieses Priesters. Und als er das Angebot annahm, hat er allen gezeigt, dass er ein Verräter ist. Da habe ich ihn herausgefordert. Und verloren. Seine Gnade war nur ein weiteres Zeichen seiner Schwäche. Ich schwor, nicht eher zu ruhen, bis die Schuld beglichen war und er vor mir niederkniete. Also kam ich mit einer Armee aus Soldaten und Maschinen im Rücken zurück an dem Tag, als du dich mir in den Weg stelltest. Deine Abmachung. Technik über Brücken im Austausch für einen Angriff auf die Zenith-Basis. Wie hat Silence dich kontaktiert? Dieser Name bedeutet mir nichts. Ich habe eine Abmachung mit der Osaram Asera und ihren Söhnen des Prometheus. Also wusstest du die ganze Zeit nicht, mit wem du es zu tun hattest? Und du hast einer Fremden vertraut? Wenn es ein Trick gewesen wäre, hätte ich sie zermalmt. Doch in ihrer Stimme schwang derselbe Hass auf die Kaja mit. Und sie bot mir die Chance, sie mit Maschinen zu vernichten. Die Furcht in den Augen deiner Gegner, wenn du zum Angriff übergehst. Du weißt, wovon ich spreche. Du hast es bestimmt schon gespürt. Ich glaube nicht. Was ist mit deinem Teil der Abmachung? Hättest du ihn eingehalten? Hätte ich Hekaru getötet und wäre Häuptling geworden, wären diese Zeniths die ersten Opfer des Stammes gewesen. Doch wegen dir arbeitet mein Volk weiterhin mit dem Feind zusammen. Ein Stamm voller Schwächlinge. Wegen mir werden hunderte Tenakt nicht in einen Kampf ziehen, den sie nicht gewinnen können. Willst du wirklich an meiner Seite kämpfen? Ich habe keinen Grund, dich zu hintergehen. Wirklich? Ich konnte Hekaru nicht töten, konnte dich nicht töten. Kein Tenakt würde mir mehr folgen.
Die Kaja sind außer Reichweite und verstecken sich hinter ihren Wänden. Mir bleiben nur noch die Schreie der lange Verstorbenen und unendliche Wut. Also zeig mir, wo ich sie vergraben kann. Deine Wut? Interessant. Nun gut. Wir stehen dem Ende wohl beide früh genug gegenüber. Seit dem Tag, an dem du dich mir in den Weg gestellt hast, will ich deine Knochen in der Sonne bleichen sehen. Aber wenn ich im Kampf sterbe, dann immerhin an der Seite derjenigen, die mit den Flügeln der Zehn fliegt. Ich sag Bescheid, wenn wir ausrücken. Hass und Wut haben sie dazu gemacht, zu dem, was sie ist. Und das hätten wir nicht erfahren, wenn ich sie, ja, getötet hätte. Vielleicht hätte ich dann noch was Schönes gekriegt. Ich nehme es mal an, dass man irgendwas bekommen hätte, aber naja. Das war doch auch gut. Wir müssen zu Gaia. Ich habe jetzt mit allen gesprochen. Ja, okay. Die letzten beiden Vielleicht Folgen. Vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Aber Gaia ist ja gar nicht da, stimmt ja. Nein, ach, das gibt noch so viel. Wir versammeln die jetzt. Okay, Leute. Ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Hm? Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie?
Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay, ich glaube, es geht los. Es geht schon wieder los. Ja, ich fange gleich an, den Roland-Kerl set zu machen. Da können wir jetzt hinreisen, das mache ich auch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Tschüss!